Faustus. Es geht schon. Aber wohin? Was hast du mit Joshua gemacht? Dem Phönix? Oh, er wird bestimmt überleben. Das Bewusstsein, das ihr um eure Seelen gesponnen habt, scheint sich in seiner Verzweiflung verstrickt zu haben. Also leiht sich mein Herr die Kraft meiner Klinge. Wird bald in Schwärze getaucht werden. Und alles Leben im Kuss des Todes seine Bestimmung finden. Deshalb werden wir die Ursache bekämpfen. Wir werden sie zerstören, die letzten Mutterkristalle, und rücken die Welt wieder ins Lot. Komm, denkst du wirklich, es wäre so einfach? Die Fäule ist unabwendbar. Nicht einmal der Allmächtige kann ihrem Vormarsch Einhalt gebieten. Deine Mühen sind zum Scheitern verurteilt. Sie führen zu nichts außer Leid. Du musst die Wahrheit endlich erkennen, Mythos. Die Rolle erfüllen, die er dir gab. Niemals. Solange ich entscheide, wähle ich die Hoffnung. Und wieder führt dich dein blinder Wille vom Weg ab. Doch nun führe ich dir die Unausweichlichkeit deines göttlichen Schicksals vor Augen. Ob du willst oder nicht. Lauf so weit, wie du kannst. Clive, nicht! Vertrau mir, Jill. Ladies and Gentlemen, da war ich jetzt ein wenig zu langsam, gleich jetzt am Anfang des Spieles. Liebe Leute, wir sind hier in Final Fantasy 16 und werden hier gleich mal derbe geplättet worden. Das gefällt mir gerade. Ja, gut, okay. What? Okay, gut. Also, Titan ist. Nicht, das war der. Alter! Junge Mann! Was ist mit dem los? Okay, gut, da kann man ausweichen. Kann ich da ausweichen? Liebe Leute, wir sind im Fall für 16. Wir werden gerade derbe geplättet von Border Boss. Ja. Der war gut. Er wird halt einfach an seinen Angriffen so, als wären es einfach gar nicht. Das war gut. Okay, also die Fähigkeit klappt nur nicht bei sowas. Okay, ich hab's langsam verstanden. Das heißt nur nicht, dass es mir viel bringt. Sehr gut. Okay, da sollten wir vielleicht nicht uns treffen lassen. Danke. Aber das ging. Also, Titankraft ist natürlich mal wieder das Nonplusultra, ja? Was? Gurgel!
mir! Nein! Ja, was soll ich dagegen machen? Ich hab nicht so viel... Ah, leb, Junge! Ja! Ich habe keine Fähigkeit mehr und ich habe nicht mal die Hälfte der Fähigkeit mehr. Oh mein Gott, er killt uns. Oh, Odin, was ist das für ein Monster? Keine Ahnung, wir haben es jetzt mal geschafft, Schild zu befreien, aber ich glaube, das bringt uns auch nur sekundär was. Okay, ja, das war's jetzt. Was macht er jetzt? Oh mein Gott! So wird das Licht der Hoffnung durchtrennt. Gibst du so schnell auf? Niemals! Clive! Siehst du es nicht? Dein eiserner Wille ist Ballast. Er hindert dich daran, deinen Zweck zu erfüllen. Und was ist mein Zweck? Mythos. Wer sind wir? Was sind die Domini? Den Atem des Schöpfers noch warm auf unseren Lippen. Tragen wir sein Licht und geleiten die Massen in seinem Namen. Wir sind mächtige Taten Gottes. Wir sind mehr als das. Du wärst nichts ohne das, was er dir gewährt hat. Die Kraft in uns ist die seine. Und jedes Mal, wenn wir sie nutzen, zehrt sie an unserer Substanz. Sie verschleißt uns, zerreißt uns, damit ihr makelloses Antlitz sich zeigen kann. Die Esper. Zu viel Macht, selbst für seine Auserwählten. Aber nicht für dich, Mythos. Du gebietest über die Macht vieler, doch dein Körper hält ihrem wilden Tosen stand. Sag, was willst du? Du sollst wissen, dass wir die Domini nur niedere Werkzeuge sind. Wir wurden für dich erschaffen, auf dass du aus unserem Sein schöpfen und deine göttliche Bestimmung erfüllen würdest. Die wäre? Zu wachsen, zu verschlingen. In deinem Kerker des Stolzes hast du deine wahre Pflicht vergessen. Solange du dich ihr bewusst widersetzt, wirst du mir nicht einmal einen Kratzer zufügen. Doch... Es mag dir Trost spenden, dass du in deiner Not nicht allein bist. Die Ketten des Willens fesseln die ganze Menschheit. Dennoch gibt es Grund zur Freude, denn in seiner unendlichen Gnade erbarmt sich der Herr seiner fehlerhaften Schöpfungen. Er wird sie wieder zurück in ihre alte Form weisen. Und wie genau sieht die aus? Nun... Treue Diener Gottes. Nein. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Sie sind rein. Sie sind göttlich. Wir alle sollen akasisch werden. Ganz recht, Mythos. Wie einst. Zu lange schon führt der ungestüme Wille die Menschheit in die Irre. Es ist Zeit, zu ruhiger Gleichheit zurückzukehren. Auf dass sie abermals zur Erlösung findet. Erlösung? Und alles aufgeben, was uns lieb ist? Behalt deine Erlösung. Wir retten uns selbst. Und wir folgen unseren Regeln. Nicht deinen. Oder deines Gottes. Mit jeder trotzigen Bekundung eures Willens ziehen sich eure Ketten enger zusammen.
Doch vielleicht kann ich diese Tatsache nutzen. Clive! Je stärker du dich an die letzten Domini bindest, desto größer wird dein Hunger werden, bis er dich zur einzigen Antwort zurückführt, die je existiert hat. Auf einem anderen Weg, als ihn der Herr vorsah, aber dennoch zurück. Ashra ist nicht weit. Mit Shivas Hilfe. Schaffst du das noch? Hoffentlich. Ich versuch's. Schau nicht zurück! Ich mache mir trotzdem Sorgen. Die Enterprise war weit genug weg. Sie haben es geschafft. Und wenn sie dem Eis folgen, finden sie uns. Morgen werden sie hier sein. Es ist schon das zweite Mal, dass Barnabas mich besiegt hat. Ich komme nicht gegen ihn an. Es mag sein, dass dir wirklich keine andere Wahl bleibt, als dich seinem Herrn hinzugeben. Nur wirst du das nicht tun. Der Clive, den ich kenne, wird das nicht tun. Du glaubst also, mich wirklich zu kennen. Wenn Barnabas nicht gelogen hat, ich mehr Monster als Mensch. Und jedes Mal, wenn ich die Flammen in mir beschwöre, verbrenne ich etwas. Etwas, das mich ausmacht. Tust du das? Wofür hast du deine Kraft bis jetzt genutzt? Du hast Menschen geholfen. Es ist doch egal, wie oder von wem du sie erhalten hast. Es zählt, wie du entscheidest, sie einzusetzen. Und du hast entschieden, sie für Gutes zu nutzen. Ich habe mit ihr auch getötet. Vielleicht ist das meine Bestimmung. Alles, wozu ich gut bin. Immer noch der, mit dem ich aufgewachsen bin. Immer darauf bedacht, alle um dich herum zu beschützen und doch immer so allein. Weil dir nicht klar war, dass einer von ihnen schon immer der Verletzlichste war. Du, Clive. Du. Du hast dir nie die Zeit genommen, dich selbst zu beschützen. Mich selbst. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Es ist nie zu spät dafür. Solange du es auch selbst willst. Du kämpfst, um zu überleben. Und das tust du, um die zu beschützen, die du liebst.
So kannte ich dich. Und so bist du immer noch. Ich weiß, dass das so bleiben wird. Also werde ich dir helfen. Und alles dafür tun, um uns zu schützen. Wenn es das ist, was du willst, dann... Zögere nicht, Clive. Tu es. Nur wird dann die ganze Last allein auf dich fallen. Aber ich bin nicht allein. Würden, die ich trage, meine Sünden, mein Schmerz, meine Trauer, sie sind alle auch ein Teil von mir. Irgendwann werden wir wieder zum Mond sehen. Du und ich. Und ich verspreche dir, Clive. Ich halte zu dir. Selbst wenn du dich aufgeben musst. Ich weiß. Dass ein einziges Lächeln mich so erfüllen kann.
Was ist mit Barnabas? Wollen wir ihm nachfahren? Nein. Unsere Wege kreuzen sich früh genug. Ob wir wollen oder nicht. Außerdem haben wir vorher noch etwas zu erledigen. Natürlich. Drachengrat. Der letzte Mutterkristall. Die Einherja liegt auf dem Meeresgrund. Valut wird es nicht wagen, in Sturm einzurücken. Doch sie wissen, dass wir kommen. Ein neuer Plan. Das brauchen wir jetzt. Dann sollten wir nach Hause gehen und einen schmieden. Ashra muss warten. Mit sagt, Odin hätte das Meer in zwei gespalten. Sie erzählt ja gern mal wilde Geschichten. Aber das hier ist wilder als wild. Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben. Ist dein Onkel nicht bei dir? Er ist noch auf der Enterprise. Der Kampf gegen die Einherjahr hat dem Schiff ganz schön zugesetzt. Und er kennt einen Schiffbauer in Randela. Wir treffen uns dort und segeln dann nach Ashra. Ist das dein Ernst? Soweit ich weiß, tummeln sich da immer noch die Akasischen. Das ist doch jetzt überall so. Ultimas Fluch greift um sich. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir haben das Versteck so gut wie möglich verstärkt. Aber die paar Bretter werden wohl kaum reichen. Egal. Wir bleiben dran. Vielleicht hilft es ja doch. Hoffen wir es. Ladies and Gentlemen, was war denn das hier bitte alles, was hier geschehen ist? Die Überfahrt. Also, als erstes die Macht des Eises. Eigentlich der Moment, den ich niemals haben wollte. Doch er ist ja schöner gekommen, als wir erwartet haben. Klappert sich ein Stück des Herrn Schiefers an, verlappt das Beschwören von Schiefers Kraft, ändert er nicht nur die Elementarausrichtung deiner Magie, sondern gibt er Zugriff auf mehr Isbe-Fähigkeiten. Kennt man schon. Mit Schiefers Fähigkeiten Frontschleim. Kann Clive schnell in alle Richtungen über den Bogen gleiten und angreifen. Machen wir mal gleich. So, zack, Ausrüstung, tun wir mal hier den Titan weg und dafür Shiva ausrüsten mit ihren schönen Fähigkeiten. Glaziel, oh, sieht nice aus. Heißt aber, boah, die sehen cool aus, die Fähigkeiten. Wenn. Ja, liebe Leute, spektakuläres Kapitel, nicht definitiv gut ausgegangen, aber besser als wir uns gewünscht hätten. Immer sind noch wir alle am Leben und das, denke ich mal, ist schon gar nicht mal so schlecht. Wie fühlst du dich, Joshua? Besser als vorher. Aber nicht halb so gut, wie ihr solltet. Eure Wunden sind vielleicht verheilt, aber euer Körper zahlt unweigerlich den Preis für eure Unvernunft. Was hätte ich denn tun sollen? Das war kein gewöhnlicher Widersacher. Das war die Hand der Finsternis. Und trotz allem war es nicht genug. Er hätte mich 100-mal töten können. Aber stattdessen hat er mit mir gespielt, wie ein Curl mit einer Maus. Du bist stärker, als du denkst. Machen wir uns nichts vor. In diesem Kampf hat nur ein Mann seine Stärke unter Beweis gestellt. Und dieser Mann war Barnabas. Es tut mir leid, Bruder. Das hätte ich nicht sagen sollen. Noch nie habe ich mich so machtlos gefühlt. Gerade jetzt, wo alle zu uns aufsehen. Vielleicht geht es dem Prinzen genauso.
Wo bin ich hier? Bleib da! Sagt, dass sich auch Geister verirren. Lichter weisen ihnen den richtigen Weg. Für sie habe ich damals auch eins angezündet. Agiert aus den Schatten. Warst es du? Hast du meine Hand gelenkt, Ultima? Nein, nicht du. Das war mein Tun, meine Schuld, die ich tragen muss. Und für das habe ich zu sühnen. Deine Wunden verheilen gut. Das liegt an meinen wohltuenden Wickeln. Du machst sie? Ja, ich verkauf sie auf der Straße. Reicht für was zu essen, meistens. Verzeih mir, ich habe nichts, was ich... Ich weiß, aber du hast doch Hilfe gebraucht. Du gehst schon? Ich muss. Danke dir. Das werde ich nicht vergessen. Komm mich bitte wieder besuchen, ja? Phönix, ich schulde euch wohl meine Flügel. Ich hoffe, er kann sich selbst verzeihen. Ich nehme an, du wirst wieder nach Valut aufbrechen? Warten macht es nicht besser. Dann sollten wir nicht länger warten. Das sehe ich anders, aber ihr hört ja nicht auf mich. Ihr nehmt täglich eure Medizin. Das werde ich, Lady Taya. Lasst ihr etwa schon zum Aufbruch? Wie lange brauchen wir zurück nach Asha? Keine Ahnung, so lange wie wir hierher gebraucht haben, oder? Nicht so lange, wenn dein Herr Onkel die Enterprise anständig reparieren lässt. Und deutlich länger, wenn wir keinen Ankerplatz finden. Ja, so einfach werden sie uns nicht an Land lassen. Wir müssen damit rechnen, dass Ashra voller Feinde ist. Dass sie angreifen, sobald sie uns sehen. Wir brauchen einen versteckten Landeplatz. Und ich weiß schon, wen wir da um Rat fragen. Frau Professor, ich sag ihr, dass ihr kommt! Solange ihr den Kurs plant, spreche ich mit eurem Historiker.
Ich habe ein paar Fragen zu Ultima. Dann organisiere ich die Reisevorräte mit Charon. In Ashra werden wir nichts finden. Die Verfassung deines Bruders lässt keine großen Mühen mehr zu. Das weißt du, oder? Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir ihm diese nicht mehr aussetzen müssen. Okay, auf jeden Fall haben wir hier einen sehr mächtigen Verbündeten, der noch auf uns wartet. Und hoffen wir mal, dass dieser auch bald wieder zu uns stoßt. Doch davor machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Final Fantasy 16. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.